Liebe IntelliProcure-Users, es freut mich sehr, Ihnen heute die neueste Version von IntelliProcure kurz vorstellen zu dürfen. Als erstes loggen Sie sich ein, wie bekannt. Bei den Informationen zur neuen Version sehen Sie hier einen Überblick. Wir haben viel Zeit investiert in die Code-Überarbeitung, ein Refactoring gemacht. Außerdem ist die Performance nun wahnsinnig viel besser, weil wir so ein Caching, ein Zwischenspeichern machen von vielen Meldungen, werden wir gleich sehen. Dann können viele Daten nun auch heruntergeladen werden, auch in großen Mengen. Durch ein neues URL-Formular können Filtereinstellungen gespeichert werden und übertragen werden und auch weitergeschickt werden. Und dann gab es noch viele kleine weitere Verbesserungen. Wir haben neue Filterart, Auftragsart eingefügt. Wir können bei der Anbieteranalyse auf ein einheitliches Benutzerinterface zugreifen und Sie können nun Ihre IntelliProcure-User besser verwalten, Ihre Organisation. Sie können neue hinzufügen, bestehende rausschmeißen, in Admins umwandeln und so weiter. Also schauen wir uns doch das mal kurz an. Einerseits mal bei den offenen Ausschreibungen sehen Sie die aktuellen laufenden Ausschreibungen. Wenn Sie hier nun nach einer bestimmten Auftragsart filtern möchten, beispielsweise nach Wettbewerb, können Sie dies so tun und kriegen automatisch eine Auswahl der laufenden Wettbewerbe. Wenn Sie da jetzt noch bestimmte Kategorien, beispielsweise hier mein CPV-Filter Informatik filtern, sehen Sie, dazu gibt es aktuell keine Informatik-Wettbewerbe, aber wenn Sie den Filter wieder rausnehmen, sehen Sie alle laufenden Informatik-IT-Ausschreibungen. Dann, was wesentlich viel besser ist, ist die alle Meldungen. Da können Sie mal grundsätzlich alle Meldungen anzeigen lassen. Das sind 127.000. Einfach mal die Projekttitel nach beispielsweise Informatik durchsuchen. Innerhalb von Sekunden kriegen Sie da die Antworten raus. Sie können dann auch filtern, einerseits nach den einzelnen Typen oder eben hier nach einem bestimmten Thema wie Informatik und können dort entsprechende Auswahl treffen. Diese können Sie dann auch als Excel herunterladen, das geht je nachdem einen Moment, weil es ein paar Megabyte große Dateien generiert, aber Sie können dann entsprechend auch die Daten vereinzelt auswählen. Dann das gleiche bei den Zuschlägen, Berichtigungen, Teilnehmerauswahl, entsprechend können Sie dort die Daten filtern und auch wieder nach Abbruch oder nach Widerruf die Meldungen filtern und auch die Auftraggeber filtern, wenn Sie jetzt beispielsweise nur ein bestimmtes Bundesamt anzeigen lassen wollen oder nur alle Bundesämter, alle bundeszentralen Bundesbeschaffungen oder Widerrufe, Abbrüche bei der Bundesverwaltung im Bereich beispielsweise IT anzeigen möchten, können Sie da verschiedene Filter kombinieren. Und dann, was auch noch neu ist, ist die Anbieteranalyse. Auch hier haben wir die Performance vor allem verbessert. Da können Sie alle 12.000 Anbieter anzeigen lassen und jetzt dort beispielsweise alle Informatik-Anbieter filtern. Wenn mal etwas nicht geht, machen Sie einfach Reload, dann sollten die Filter richtig gesetzt sein. Deswegen ist wegen diesen JavaScript-Befehlen ist das manchmal etwas speziell. Aber hier ist grundsätzlich funktioniert es. Hier können Sie alle Bundesanbieter filtern oder alle Bundesanbieter im Bereich Informatik und kriegen so dann entsprechend beim Reload die gefilterten Daten heraus. Auch neu, eben wie gesagt, können Sie unter Einstellungen, wenn Sie selber Admin einer Organisation sind, die Benutzerverwaltung nun besser steuern. Hier sehen Sie alle meine User, die ich bei mir im Konto habe. So kann ich Leute die Adminrechte hinzufügen oder auch wieder entziehen. So können Sie steuern, wer in Ihrer Organisation weitere Benutzer hinzufügen darf und allenfalls auch Nutzer wieder löschen will, und das machen wir jetzt hier nicht. Nun, von dem her wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der neuen Version. Ich hoffe, Sie können die Features nutzen. Wenn Sie Feedback haben, Rückmeldungen, Fehler finden, sind wir froh um Ihre E-Mails und dann versuchen wir diese Fehler und diese Verbesserung so rasch als möglich umzusetzen. Alles Gute, gute Gesundheit und bis zum nächsten Mal.